Gut, auf 300. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Hey, den kenne ich. Der war auch auf der Verpackung. Wer ist da? Das war einmal, oder? Das Rauschen ist immer noch da, also diese Schneegestürme. Der Patient M. Beckett erholt sich von der Operation. Mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Explosionszone evakuiert wurde. Der Zünder hat den Raum nicht verlassen. Ja, wunderbar, dann verlassen wir den nochmal. So, kurz neu sprechen. Neue Aufnahme, meinte ich. Die Zeit wäre natürlich jetzt perfekt auf, aber meine Freundin möchte ja, dass ich gerne weiter aufnehme. Ja, und ihr denke ich doch auch. Ja, aber ich werde auch nicht allzu lange aufnehmen, denn ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz frei, weil Spore noch die Videos drauf sind von Alma. Jo. Vielleicht solltest du ihm es folgen. Ja. Es ist keine S, es ist kein ihm. Es ist eine Sie. Das war der Arzt, den du da gesehen hast. Aber Alma ist eine Frau. Glaube ich. Die darf mir nur nicht zu nahe kommen, dann ist alles in Ordnung. Ich hab Angst, dass sie mir jetzt zu nahe kommt. Ich warne dich. Ich sehe schon kaum, was passiert, ganz ehrlich. Ich habe sie gleich auf mir sitzen und sie schreit mich an. Jetzt ist die Stimmung schon ein bisschen besser. Die Tage gehabt. Und jetzt drehe ich mich um und Alma steht vor mir und ich schreie. Nein, tue ich nicht. Ich würde niemals schreien, wenn ich schreie gleich. Ja. Ich renne einfach nur so durch. Es ist aber auch unglaublich, dass da echt keiner ist. Die ersten aktiven OPs waren anscheinend ein voller Erfolg. Beckett weist sich als ungewöhnlich belastbar. Ich bin sowas von belastbar. Und ihr anscheinend nicht, weil ihr alle tot seid, glaube ich. Komme ich irgendwie nicht durch. So, aber. Dann gehen wir mal hier weiter. Oder auch nicht. Warum ist es mit einem roten X markiert? Okay. Alma. Hallihallo. Wow. Lecker. Das ist wohl der Arzt. Das ist einer der Ärzte, jo, ganz eindeutig. Will Alma mich beschützen? Also, ich meine, denkt Alma, sie hätten mir was Böses angetan. Weil schließlich, bin ich der Vater? Also, ich weiß nicht, wie das... Ja, hast du es eben nicht gehört? Das ist aber nicht von Beckett ist ja nur das ist Soldat. Die Frage. Das ist die große Frage. Weil, warum sollte er ansonsten so komische Versionen und sonst was haben? Oh, die Tür sagt mir nichts Gutes. Du hast recht. Das sagt irgendwie noch weniger Gutes. Ach, das heißt, keine Waffe mehr, aber... Natürlich. Süß, das ist eine der OP-Schwestern und Alma. Wie ich wusste. muss ich da rein? Nein, gut. Glück gehabt. Warum hast du mich gerade gesagt, ich soll länger aufnehmen? Hier, weil hier was drin ist. Ein Toter, wie so viele, die da rumliegen. Patient, 22 Uhr Nachrichten, Cafeteria essen, piep mich an, wenn du da bist. Jim, jo, du mich auch. Also Alma macht mir, also es ist doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Also nein, was heißt, ich habe ja nicht gedacht, dass es schlecht ist, sondern ich dachte, dass es nicht so horrormäßig ist, aber es hat schon. Wow! Das war mein eigener Mann. Fick dich. Oh Gott. Oh, da war das. Mist! Du! Bleib stehen! Nein, ich bleib nicht stehen. Ich lauf zu Alma.
Alma? Almachen! Habe ich eine Waffe? Natürlich nicht. Alma! Das ist ein Wachmann, warum hat er keine Waffe? Ich soll auf jeden Fall stehen bleiben, weil er, glaube ich, denkt, dass ich der Böse bin. Wer ist das? Der stirbt doch jetzt auch. Natürlich stirbt er. Was soll, wie der jetzt stirbt? Ja, dann hätte ich gerne mal wieder eine Waffe. Waffe, W-A-F-F-E. Boah, ich warte nur auf den Moment, wo einmal mich das erste Mal anfällt, ohne Scheiß mal. So, Kit, sehr schön. Kann ich auf Z einsetzen, war das, glaube ich. Alma, ich komme. Aber es ist merkwürdig, dann nicht da gewesen. Dringende Warnung. Cole Richard Vandex angegriffen, Haupteingang getroffen, Fluchtweg, was auch immer. Brennt ja schon alles. Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Moment, ich muss mal eben, tut mir leid, ich versuche mal was einzustellen, so ein bisschen Einstellungen anwenden. Lol, da kann ich nicht mehr einstellen, was soll das denn? Spieleinstellung. Kopfbewegung, ja, Ziel invertieren. Wo soll das sein? Keine Ahnung. Zoom, Schwierigkeit normal, Untertitel ja, Standard wiederherstellen, jo, zurück. Also irgendwie kann ich kaum was einstellen bei dem Spiel, das stört mich ein bisschen, also. Dies ist ein gesicherter Kanal, identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Okay. Mir geht's gut. Rechts ist der Typ in den Flammenwerfer, deswegen wollte ich da eigentlich nicht so. Jetzt! Jede Akte, jede CD, jede Festplatte. Geht kein Risiko ein. Eine Waffe. Und da hinten. Und die Zeitlupe. Die Zeitlupe, von der ich geredet habe, ja. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Schlangenfaust, um mich herum. Ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. Also ich habe wieder meine beiden Waffen. Sehr schön. Hauptsache das erstmal. Bei Mitwaffe geht es mir, glaube ich, wohler irgendwie als ohne. Kann ich wenigstens einmal versuchen abzuknallen. Auch wenn ich nicht treffe. So, diese Zeitlupe-Aktion ist das, was ich... In deinen Hinterteil, mein Freund. So, Maschinenpistole. So, in der Uncut-Version würde jetzt bestimmt hier einiges mehr an Körperextremitäten rumfliegen, aber naja, ich werde nichts zu der Zensur-Version, also was, wo? Wow! Wo kommst du denn her? Von mir ist keine Rüstung mehr. Wieso können die sowas Tolles umwerfen und ich nicht? Ist der tot? Nee. Doch, ich glaube, der ist tot. Der aber nicht. Immer merkwürdig legen, die Leichen. Alma! Das ist der nächste Operateur.
der auch irgendwie ein bisschen gekränkt aussieht, muss man sagen. Weißt du, das verstehe ich nicht. Was? Bei den Splatter-Effekten, weißt du, wenn jemand erschossen wird, dann kommt kaum Blut, aber so eine Leichen noch. Ja, sowas, das ist fest und das ist fest. Aber wenn du irgendwie gegen den Kopf schießt und da irgendwas rausspritzt, das mögen sie nicht. Man das könnte ja zu den Kleinen dann sagen, nein, das ist Ketchup und so, ne? Ja, also ich weiß auch nicht, was sie sich denken. Der schläft nur in Ketchup. Willst du mich verarschen?